Willkommen bei Hato. Ich bin Roteli und zeige euch heute die Anwendung unseres 3D-Mini-Pult-Sets. Dieses Set wurde speziell zur Bearbeitung kleiner und schwer zugänglicher Flächen entwickelt. Es ist sozusagen der kleine Bruder zu unserem 3D-Maxi-Pult-Set, das für die Bearbeitung größerer Flächen gedacht ist. Unser 3D-Mini-Pult-Set umfasst das Werkzeug für die drei Poliervorgänge: Vorpolitur, Glanzpolitur und Hochglanzpolitur. Und besteht aus Bürsten für das Handstück bzw. den Mikromotor und die dazu geeigneten Polierpasten. Dieses Set empfehlen wir für neue 3D-gedruckte und für herkömmlich hergestellte Dentalkunststoffe. Nach der Ausarbeitung ist die Kunststoffprothese bereit zur Politur mit dem Hato 3D-Mini-Pult-Set. Die gedruckte Schiene oder Bohrschablone ist bereit, sobald die Stabilisatoren abgetrennt und die Reste abgeschliffen wurden. Wir beginnen mit der Packung Minipol 54. Diese enthält die für die Vorpolitur entwickelte neue Miniatur-Kombibürste Skoko. Mit ihrer doppelten abrasiven Faserfließeinlage und in Kombination mit der mitgelieferten Polierpaste Lintigrau erzielt man eine schnelle und effektive Vorpolitur der Kunststoffoberfläche. Für die Bearbeitung dieser Kunststoffe, egal ob Prothese, gedruckte Schiene oder Bohrschablone, hat sich eine reduzierte Drehzahl von 8000 Umdrehungen pro Minute bewährt, um eine übermäßige Wärmeentwicklung zu vermeiden. Wir sehen nun homogen vorpolierte Oberflächen, die gut vorbereitet sind für die anschließende Glanzpolitur. Auch hier mag es sinnvoll sein, für große Flächen unser 3D-Maxi-Pult-Set zu verwenden. Die Packung Mini-Pult 33 enthält die Materialien für die Glanzpolitur, die Mikrofaserlederschwabbel 520-22HP und die Polierpaste Polystar Beige wirken bei einer Glanzpolitur optimal zusammen. Die Mikrofaser passt sich gut an die Kunststoffoberfläche an. Durch die Reibungswärme, die bei 10.000 Umdrehungen pro Minute entsteht, kann die Polierpaste Polystar Beige gezielt zum Schmelzen gebracht werden und ihre feinen Inhaltsstoffe freisetzen. Das hochwertige Canauba-Wachs wird nun auf der Kunststoffoberfläche verteilt. Die Mikrofaserlederschwabbel 520-22HP eignet sich genauso gut für die Glanzpolitur von gedruckten Schienen oder Bohrschablonen. Die Drehzahl von 10.000 Umdrehungen pro Minute sollte auch hier nicht überschritten werden, um den Kunststoff vor Überhitzung zu schützen. Nun sehen wir die mit Canauba-Wachs versiegelten Kunststoffoberflächen. Die glänzenden Oberflächen kommen hier voll zur Geltung. Damit ist die Prothese, die Schiene oder die Bohrschablone bestens vorbereitet zum finalen Hochglanz. Beim Wechsel auf eine feinere Polierpaste ist es unerlässlich, das Poliergut gründlich von den Resten des vorhergehenden Poliervorgangs im Ultraschallbad oder mit Heißdampfreiniger zu säubern, da sonst kein befriedigender Hochglanz erreicht werden kann. Aus demselben Grund müssen Polierbürsten und Hochglanzschwabbeln immer getrennt voneinander aufbewahrt werden. Zur Hochglanzpolitur, dem Endfinish, öffnen wir die Packung Mini-Pult 12. Darin befindet sich unsere bewährte Polystar-Emulsion zur Verwendung mit der feinen Baumwollschwabbel 150-22HP. Deren flexible Baumwollfasern gelangen an nahezu jede Stelle. Die Polystar-Emulsion wird sparsam auf die Kunststoffoberfläche aufgebracht und schließt den Hochglanzpoliervorgang ab.
Bei diesem Schritt sollte man nur mit geringem Druck arbeiten. Auf jeden Fall sollte eine Drehzahl von 10.000 Umdrehungen pro Minute nicht überschritten werden, da der gedruckte Kunststoff nicht sehr hitzebeständig ist. Das Ergebnis ist überzeugend. So bearbeitete Dentalkunststoffe, ob Prothese, gedruckte Schiene oder gedruckte Bohrschablone, bieten im späteren Gebrauch kaum Angriffsfläche für Verschmutzung und Belege. In kürzester Zeit ist eine hochglänzende, optimal verdichtete Oberfläche entstanden. Das war's für heute. Zu technischen Fragen könnt ihr mir gerne mailen an rotili@hartog.de. Bis zum nächsten Mal, euer Rotili.